Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns im Moment in Italien und werden euch natürlich wieder mitnehmen. Heute steht die wunderschöne Stadt Rom an und danach zeigen wir euch auch noch, wo es weiter auf unserem Roadtrip geht. Viel Spaß dabei! Es ist jetzt 18 Uhr abends und wir haben hier relativ kurz Zeit bei unserem Besuch. Wir sind jetzt gerade am Piazza della Repubblica und fangen jetzt mal mit unserer Tour an. Und zwei Metrostationen später sind wir an unserem ersten Spot angekommen. Das ist die spanische Treppe. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Kolosseum und wir haben uns übrigens so ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel gekauft. Übrigens per App, man kann sich das auch überall an der Metro oder so ausdrucken lassen. Es kostet 7 Euro pro 24 Stunden, das ist das Gute. Und da wir jetzt ganze 24 Stunden haben, haben wir uns das gekauft und es ist mega gut, denn hier gibt es so viele Busse, Bahnen und auch die Metro, die kann man nutzen und das ist richtig, richtig gut. Jetzt beim Kolosseum angekommen. Ihr könnt es im Hintergrund sehen. Richtig beeindruckend, obwohl da ganz, ganz viele Baustellen sind. Wir haben jetzt gerade ein paar Bilder gemacht und finden es richtig, richtig schön hier, oder? Ja, genau. Wir sind übrigens, wir haben mit dem Bus hierher gefahren, das habt ihr ja gesehen. Und es war relativ easy vom dem Platz, wo wir vorher waren. Von 10 Minuten. Genau, und jetzt gleich, wenn wir uns vielleicht eine Pizza holen oder weiter die Stadt erkunden. Wie sieht es mit deinem Hunger aus? Ja, noch geht's. Ja, da stehen wir wieder. Ja, wir stehen jetzt an der Bushaltestelle, weil wir in den falschen Bus eingestiegen sind. Und zwar eigentlich die richtige Nummer, aber in die falsche Richtung. Ja, anscheinend fährt er im Kreis und wir hätten jetzt die längere Runde im Kreis bekommen. Keine Ahnung, wie lange man drin gesessen wird. Aber jetzt kriegen wir bestimmt den richtigen. Hoffentlich. Dann gibt es auch was zu essen. Ja, ich bin jetzt mittlerweile schon hungrig. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag und wir sind jetzt an unserem ersten Spot für heute angekommen, am Trevi-Brunnen. Zwar mit kleiner Verspätung, weil der Bus nicht so gefahren ist wie eigentlich laut Plan, aber wir haben es geschafft. Mirko sortiert gerade hier sein Equipment wieder ein und ich würde sagen, wir blenden euch jetzt mal ein paar Aufnahmen von diesem wunderschönen Ort ein. Für uns geht es jetzt weiter. Wir wollen jetzt noch mal gucken, ob wir um 7 Uhr morgens die spanische Treppe mal leer sehen können. Ja.
Wir haben uns jetzt nochmal schnell entschieden, zum Kolosseum zu laufen. Hier ist es auf jeden Fall wesentlich leerer als gestern Abend. Also wir waren vorhin noch komplett allein hier. So langsam führt es sich. Wir haben jetzt, wie viel Uhr? Ja, ich glaube kurz nach 8, 8:30, ja. Also auf jeden Fall die perfekte Uhrzeit, um hier hinzukommen, falls ihr ein Bild machen wollt. Und übrigens öffnet das Kolosseum auch gegen 8. Also ist es wahrscheinlich auch die beste Zeit, um reinzugehen. Der Eintritt in das Kolosseum kostet übrigens 18 Euro. Wir haben uns aber entschieden, jetzt nicht reinzugehen, weil wir jetzt gleich auschecken müssen und dann zum Flughafen müssen, um unseren Mietwagen abzuholen. Wer hat viel Gepäck mit? Naja gut, es sind im Prinzip zwei Handgepäckskoffer und dieser riesen Rucksack, den Mirko hat. Ja, Ryanair hatte nichts gegen das Handgepäck übrigens. So, wir werden jetzt kurz mit dem Bus zum Bahnhof eine Station fahren. Dann fahren wir vom Bahnhof mit dem Zug zum Flughafen. Und dort gibt es dann für uns einen Mietwagen. So, wir haben jetzt unseren Wagen bekommen. Wir haben uns diesmal einen kleinen Smart genommen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles reinpasst. Verrückt, oder? Es war nicht so einfach, hier die Vermietung zu finden, denn wir mussten den Shuttle außerhalb vom Flughafen nehmen. Eigentlich gibt es da eine zentrale Haltestelle, wo man zum Mietwagenfirmen kommt, aber das ist ein lokaler Vermieter und da mussten wir zu einer Tankstelle laufen und dort wurden wir dann abgeholt und ja, nun geht's los. Der Mietwagen war relativ günstig, hat uns für 5 Tage jetzt 70 Euro gekostet. Und los geht's. Jetzt kommt es wieder zu unserer Lieblingsaktivität. Maut zahlen. Mal schauen, wie viel es diesmal ist. Aber diesmal nicht die Karte runterfallen lassen. Richtig? Drückt mir die Daumen. Oh, so cheap. Das ist cheap. Mit 10 Euro sind wir günstig dran, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben schon deutlich teurere Mauten bezahlt. Aber das geht wirklich. Nach einer langen Fahrt sind wir in Agarola angekommen. Ja, das Geheimnis ist gelüftet. Wir sind jetzt gute 4 Stunden nach hier gefahren, von Rom aus. Und wir sind jetzt an der Amalfiküste. Ja, wir freuen uns schon total. Ja, wir wollten schon immer mal hierher. Und ja, wir haben uns hier eine kleine Ferienwohnung gemietet, eben in Agarola. Das ist ein bisschen oben auf der Klippe. Und hier hat man eine super Aussicht. Ja, es ist richtig schön hier. Wir haben auch eine Top-Ferienunterkunft, die können wir euch hier auch mal verlinken. Und ja, wir werden uns jetzt gleich erstmal was zu essen suchen. Wir sind nämlich gerade angekommen, haben den Sonnenuntergang gerade so noch mitbekommen. Genau. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Schaut euch mal unseren riesengroßen Einkauf an. Ja. Was sagst du dazu? Ja, wir haben es ein bisschen übertrieben. Ne? Genau, wir dachten eigentlich, dass nur eine Chili 1 Euro kostet. Im Endeffekt hat uns der Verkäufer gesagt, dass einfach dieser ganze Bund hier 1 Euro kostet. Deswegen haben wir den auch mitgenommen. Und jetzt dürft ihr mal raten, hier Knoblauch haben wir auch und Olivenöl, was es heute bei uns geben wird, falls ihr uns kennt. Genau. Dann solltet ihr die Antwort wissen. Ja, für 14 Euro sind wir, denke ich, gut ausgestattet jetzt. Genau. Und ja,
kann euch jetzt noch mal kurz die Wohnung zeigen. Damit beenden wir das erste Video unserer Italienreise. Es geht natürlich im nächsten Video hier weiter an der Amalfiküste. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da und abonniert uns ganz gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!